Bundesweit Ruhe. Normalerweise morgens um 8 Uhr in der Altstadt. Auf der Bolgerstraße pulsiert das Leben. Getränke werden geliefert, Handwerker blockieren die Straßen. Es riecht bereits nach Braten und Rotkohl. Die Müllabfuhr fährt durch die Straße. Das Tor zum Neanderkirche-Vorplatz ist schon geöffnet und die ersten Kinder gehen zur Kita. Doch seit Tagen Stille. Ruhe. Niemand da. Schon der Weg zu meinem Arbeitsplatz macht mir deutlich, derzeit ist alles anders. Im Gemeindebüro keine E-Mails, keine Anrufe, nichts. Doch dann die erste E-Mail heute. Eine Umgemeindung und eine Anfrage für eine Trauung im nächsten Jahr. Man denkt anscheinend schon an das danach. Es wird weitergehen. Danach muss ich den Gruppen mitteilen, dass Treffen nun nicht mehr möglich sind. Sehr traurig für die Teilnehmer, die viel und gerne Zeit hier verbringen. Auch an die Ehrenamtlichen des Teams Offene Kirche die Info, dass die Kirche bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Alle reagieren mit schwerem Herzen, aber voller Verständnis für die Situation. Es folgen viele schöne Telefongespräche. Mir wird auf einmal bewusst, wie viele Kriegserlebnisse diese Krisensituation bei vielen Senioren heraufbeschworen hat. Aber es zeigt sich auch das Gottvertrauen und mir wird oft Mut gemacht. Viele Gemeindemitglieder erzählen von tollen Nachbarschaftskontakten oder der Familie, die hilft. Und es melden sich Ehrenamtliche, die ihre Unterstützung anbieten als Einkaufshilfen. Prima, denke ich. Also, es geht doch. Darin beweist sich das Gemeindesein, denn ohne gegenseitige Hilfe, Unterstützung oder Beistand durch Ehrenamtliche und ihre Aktivitäten wäre Gemeinde nicht möglich. Und die Hoffnung zeigt sich. Wir bleiben zusammen und wir werden uns wiedersehen.